Ja, kommen wir jetzt zum Typ 2 einer Wurzelungleichung. Bestimmen wir aber zunächst wieder den Definitionsbereich dieser Wurzelungleichung. Wir haben ja gesagt im vorigen Video, der Radikant einer Wurzel, der muss größer gleich 0 sein. Ja, das heißt also, wir müssen uns fragen, wann ist x minus 4 größer gleich 0? Ja, um diese Ungleichung zu lösen, addieren wir auf beiden Seiten die 4 und erhalten x größer gleich 4. Das ist also der Definitionsbereich, der besteht aus allen Elementen x, für die gilt, x ist größer gleich 4. So, wie lösen wir diese Ungleichung jetzt? Ja, dazu überlege ich mir jetzt Folgendes. Eine Wurzel nimmt ja nur nicht negative Werte an, also positive Werte oder den Wert 0. Ja, hatte ich ja schon erklärt, die Wurzelfunktion, die nimmt nur diese Werte an, also positive Werte oder den Wert 0. Gut, die beiden Fälle müssen wir also unterscheiden. Die Wurzel ist positiv oder sie ist gleich 0. Ja, wenn sie jetzt positiv ist, ja, ich mache mal ein Plus drüber, dann steht da, etwas Positives ist größer als 0. Ja, das ist ja eine wahre Aussage. Also wenn die Wurzel positiv ist, dann ist die Ungleichung wahr. Aber ich muss folgenden Fall ausschließen, und zwar diesen hier, dass die Wurzel den Wert 0 annimmt. Ja, nehmen wir nämlich mal an, die Wurzel nimmt den Wert 0 an, dann steht da 0 größer 0. Und das ist ja verkehrt. 0 ist ja nicht größer als 0. Ja. Ich kann also sagen, die Lösungsmenge besteht aus, falsche Farbe, die Lösungsmenge besteht aus allen Elementen des Definitionsbereiches, schreibe ich mal so, aus allen Elementen des Definitionsbereiches, außer wenn die Wurzel zu 0 wird. Ja. Weil dann habe ich 0 größer 0. Ja, und wann wird die Wurzel zu 0? Wenn der Radikant zu 0 wird. Und wann wird der Radikant zu 0? Wenn ich für x die Zahl 4 einsetze. Ne? Dann steht hier 4 minus 4 und das ist gleich 0. Ich muss also aus dem Definitionsbereich die Zahl 4 ausschließen, weil dann dieser Sonderfall hier eintritt, dass die Wurzel 0 ist. Gut, und was heißt das jetzt? Die Lösungsmenge besteht also aus dem Definitionsbereich, also aus den Elementen x, für die gilt x größer gleich 4. Und da muss ich jetzt abziehen, dass die Zahl 4, also die gehört nicht zur Lösungsmenge. Na? Und das mache ich, indem ich einfach den unteren Strich hier wegmache. Dann steht hier nicht mehr x größer gleich 4, sondern x größer 4. Na? Damit habe ich den Fall x gleich 4 ausgeschlossen. Ja, das ist schon die Lösung und wir sind schon am Ende. Auf Wiedersehen.